Viel Geld durch Airdrops und das sorgt für Aufregung im Kryptomarkt. Hey und willkommen bei der Kryptoeule. Wenn wir auf die aktuellen Kurse schauen, dann sieht es gerade nicht rosig aus und es tritt eigentlich das ein, was ich euch schon seit Monaten sage, und zwar das Sommerloch kommt. Es herrscht wirklich Ruhe im Kryptomarkt, es ist wenig los und der Preis dazu fällt. Hier beim Bitcoin-Kurs sieht man es ganz deutlich, aber wenn wir auch gerade auf meine Watchlist schauen, da sehen wir hier zum Beispiel Ethereum sinkt, aber auch ganz viele andere, wie zum Beispiel Cardano, eGold, Riot, Avax. Alle gehen gerade nach unten und die Liste geht natürlich weiter. Ihr seht es hier, die Zahlen rot, rot, roter, immer weiter rot. Und das ist natürlich nicht schön zu beobachten und sorgt natürlich für absolut gedrückte Stimmung. Und genau diese gedrückte Stimmung, die ist gerade nochmal gedrückt, und zwar das Thema Airdrop Hunter wird gerade extrem groß diskutiert auf Social Media. Und zwar geht es hier genau um die Kryptowährung ZK Sync. Ich sage direkt ZK, da gibt es ganz viele Projekte rund um dieses Thema ZK bzw. Zero Knowledge Proofs oder Zero Knowledge allgemein. Ich zum Beispiel verfolge hier ein Projekt, das möchte ich euch gerne zeigen. ZK Pass werde ich demnächst mal vorstellen. Kann man gerne mal reinschauen. Das kommt auch bald und es wurde von Binance Labs als Inkubator vorgestellt, beziehungsweise die sind hier Inkubator, deswegen ZK Pass sollte man vielleicht drauf schauen. Da gibt es aber jetzt keinen Airdrop, wie es jetzt zum Beispiel bei ZK Sync gab. ZK Sync, die hatten einen größeren Airdrop. Aktuell kann man auch noch schauen, wenn man jetzt sagt, ich weiß gar nicht, habe ich hier irgendwas gemacht? Habe ich da vielleicht irgendwie Airdrop-berechtigt? Kein Problem, ihr könnt das schauen. Da gibt es hier die Seite, die packe ich in die Videobeschreibung, den Link dazu. Da geht ihr einfach hin, connectet hier eine Wallet. Ihr seht hier, die Liste ist lang. Zum Beispiel einfach MetaMask oder die Wallet, die ihr nutzt. Zum Beispiel hier auch Wallet Connect, zum Beispiel eure Tangem Wallet. Falls ihr hier ein Hardware-Wallet von Tangem besitzt, könnt ihr das natürlich auch da einfach mal checken, ob ihr hier vielleicht Airdrop berechtigt seid. Ja, und ZK Sync hatte hier einen großen Airdrop rausgehauen, nur sogar als Hinweis, es gibt sogar immer noch einen kleinen Airdrop, den aber in BGB von BitGet. Wenn ihr nämlich auf BitGet vom 18. bis zum 24. Juni hier ZK bzw. ATH, das ist eine andere Möglichkeit hier den Airdrop zu bekommen, tradet, dann gibt es hier BGB, den börseneigenen Token von BitGet als Belohnung. Einen Link zur Anmeldung bei BitGet gibt es und auch den Artikel findet ihr hier und auch den Link zu diesem Tweet packe ich euch unten rein. Ja, und bei ZK Sync gab es einen richtig großen Airdrop. Und dieser Airdrop hat für die Diskussion gesorgt und diese gibt es ja eigentlich schon länger, und zwar Airdrop Hunter. Sie kommen, sie hunten große Airdrops und dann droppen sie den Preis. Und das ist ja auch das, was zum Beispiel auch bei Massa passiert ist, indem die ganzen Node-Runner hier extrem die Preise gedrückt haben und die, die am Anfang sogar noch große Staking-Belohnungen bekommen haben, die haben natürlich auch den Preis gedrückt. Also das alles, was an die Community eigentlich ausgeschüttet wurde, um das Netzwerk zu unterstützen und zu sagen, pass auf, dann habt ihr hier schon mal Token, wenn es dann losgeht mit DeFi und so weiter, dann könnt ihr hier voll loslegen, weil ihr habt ja Tokens bekommen. Ja, und genau diese Leute haben gesagt, pass auf, ich habe hier gratis Tokens bekommen für ein bisschen Aufwand. Ja, dann verkloppe ich die doch und mache die hier direkt zu Geld. Und bei ZK Sync war das hier extrem, und zwar bei Look on Chain, das ist eine Analyseseite, die das Ganze mal aufgelistet hat. Und zwar, hier hat nämlich jemand über 85 Wallets, ist kein Witz, einen Airdrop bekommen, die er dann zusammengezogen hat. Und insgesamt waren das 3,01 Millionen ZK, also ZK Sync Token. Und das waren dann letztendlich 753 Dollar, die er hier bekommen hat für diese ZK Sync Token. Ja, und dieser Airdrop-Jäger hat dann 2,71 Millionen ZK zu Binance geswappt und dann hier dann 678 Dollar ausgezahlt und 300.000 ZK für 20 Firmen, das sind dann auch nochmal 69.000 Dollar über Sync Swap geswappt. Ja, ist kein Witz, das kann man hier alles beobachten. Hier wurde das alles zusammengefügt, das sieht man hier, hier kamen die alle rein über die ganzen verschiedenen Wallets, die er hier hat. Also von den Wallets kam das alles rein auf diese Wallet. Ja, und dann hat er das alles nach Binance geschickt, beziehungsweise hier in Ether getauscht. Ja, es ist schon hart. Also hier nochmal die ganze Liste und den Swap alles mit dabei. Das ist schon hart, muss man wirklich sagen. Also hier hat jemand mit 85 Wallets, 85 Wallets, hat er hier wirklich den Airdrop-Hunting extrem getätigt und hier natürlich krassen Airdrop dann bekommen. Oft ist es so, dass bei den meisten Airdrops noch nicht mal KYC gemacht wird und dann natürlich man hier mit vielen Wallets einfach da hier hunten kann. Ja, und jetzt ist die große Frage,
Lohnt sich das wirklich oder zerstört das eher die Projekte? Und das ist die Diskussion, die wir aktuell haben. Auf der einen Seite für die Airdrop Hunter mega lukrativ. Es gibt Gruppen, die suchen sich Projekte raus, da wird das dann geschaut und jeder ist partizipiert hier an diesem Netzwerk, um zu sagen, ey, wir hunten hier noch einen Airdrop. Also da gibt es wirklich mittlerweile auch sehr junge Gruppen, die sich da zusammengetan haben. Es gibt so eine berühmte Gruppe, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber da weiß ich, dass ich schon auf mehreren Konferenzen darüber gesprochen wurde. Wo es heißt, wenn die Jungs hier rumlaufen, ich spreche die direkt an, ob ich vielleicht in die Gruppe rein kann. Das sind wohl junge Leute, die dann hunten, aber es gibt viele, viele Leute, die mittlerweile Airdrops hunten. Übrigens die große Frage: Airdrops, sind die eigentlich steuerpflichtig? Wie versteuere ich die? Das habe ich Werner Hoffmann gefragt. Schaut gerne mal hier rein. Da könnt ihr die Antworten dazu bekommen. Ja, und für die Airdrop Hunter mega lukrativ, aber für das Projekt und für den Kurs ist das natürlich nicht so positiv, wenn dann hier die Kurse natürlich nach unten fallen. Also das Thema ist gerade sehr in der Diskussion in der Community. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, was hier bei ZK passiert ist, dann sehen wir das hier, und zwar, wenn wir auf den Max-Chart schauen, die sind gestartet, ganz vielen Börsen, also wir können hier schauen, wie viele Listings sie haben. Die haben die Listings ja alle relativ zeitgleich bekommen, direkt auf den großen Börsen, Maxi, Bybit, HTX, KuCoin, Binance, Gate.io, BingX, also hier waren wirklich viele Börsen direkt mit dabei und die Liste ist ja lang, also wenn ich hier auf 100 gehe, dann seht ihr, da sind wirklich ganz viele und gleichzeitig haben sie noch ihre eigenen Börsen, also SingSwap und was da alles noch für Börsen dabei sind. Hier, wir sehen auch PancakeSwap, da ist auch noch mit dabei. Also, sie sind extrem viel gelistet. Wir sehen auch hier erst am 17. Juni, wir haben heute den 18. Das heißt, alles an einem Tag hier runtergerattert. Und das ist genau der Fall hier. Auf der einen Seite für den Airdrop Hunter, mega lukrativ. Auf der anderen Seite für das Projekt ist es eher kontraproduktiv, weil man hat hier einen krassen Airdrop ausgeteilt, der war dann sogar noch ohne Lock, also dass der kein Vesting hatte, sprich die Token sind noch für ein paar Monate festgeschrieben, du kannst noch nichts damit machen, aber wenn die dann frei sind, dann mach doch damit, was du willst. Und dass wir vielleicht am Anfang diesen Preisdrop, der hier passiert ist, verhindert hätte können, aber ist in diesem Fall nicht so. Also sehen wir hier ganz klar, dass es eher dem Preis geschadet hat, dem Projekt geschadet hat und es hinterlässt natürlich auch eine verärgerte Community. Und das ist eigentlich das Schlimmste, denn wir wissen ja, die Projekte, die stehen und fallen mit der Community. Ist die Community verärgert und sagt, nö, nö, ich verkaufe zum Beispiel Staking Rewards oder wenn ich zum Beispiel weitere Bonusse bekomme, dann verkloppe ich die direkt und so weiter, dann gehen die Kurse natürlich nach unten. Gehen die Kurse nach unten, wird es immer wieder böse und so weiter. Ich kann da nur den Hinweis geben, LF0 Community, da erleben wir das gerade. Ist nicht gerade schön, aber Staking Rewards werden die ganze Zeit verkloppt, der Kurs geht immer weiter runter. Nicht schön. Und wenn ihr zum Beispiel ein Projekt startet, zum Beispiel ZK Sync, die sich vielleicht auch nicht den besten Zeitpunkt jetzt im Sommer ausgesucht haben, wenn ja eh die ganzen Kurse nach unten gehen, dann müssen wir ja ganz ehrlich sein, dann ist das natürlich nicht schön zu sehen. Aber durch den Airdrop Hunter, den wir hier gesehen haben, der dann letztendlich 753.000 Dollar erhalten hat, aber den Kurs extrem nach unten gerissen hat, ist es nicht schön und ärgert die Community. Also, da die Frage an dich, schreib es gerne in die Kommentare. Airdrop Hunting. Findest du das gut? Wenn du der Airdrop Hunter bist, dann wirst du es gut finden. Aber wenn du derjenige bist, der vielleicht einfach nur in ein Projekt investiert oder sagt, hier, das ist eine coole Community, ich möchte hier da mal Mitglied sein und dann kommt so ein Airdrop Hunter und droppt den Kurs nach unten, das finden wir, glaube ich, nicht so geil. Schreib gerne mal deine Meinung zu diesem Thema unten in die Kommentare. Wenn du jetzt sagst, du möchtest gerne dieses Sommerloch, was wir immer wieder predigen hier in den YouTube-Videos, das möchtest du gerne ausnutzen, dann schau dir doch mal die Kryptobörse Coinex an. Coinex hat rund 1000 Kryptowährungen gelistet und hat eine ganz einfache Möglichkeit, neben ihren ganz normalen Spothandel, so wie man es kennt, indem man hier zum Beispiel die Paare in USDT, USDC oder auch Bitcoin hier nutzt, wo man ganz einfach kaufen kann, via Limitpreis, Marktpreis, Stop-Limit und auch einem Stop-Markt. Was man hier alles für Möglichkeiten hat, so wie man es von anderen Börsen kennt, gibt es auch die einfachste Möglichkeit und zwar swappen. Hier kannst du ganz einfach Kryptowährungen, die hier gelistet sind, du möchtest zum Beispiel ETH gegen zum Beispiel diesen ZK-Token swappen, ist das gar kein Problem, denn er ist hier auch gelistet. Das Ganze geht ganz einfach. Oder ganz andere Kryptowährungen, wenn du zum Beispiel sagst, du möchtest gerne irgendeine Kryptowährung in zum Beispiel KAS tauschen oder wie vielleicht gerade schon erwähnt, ASIO, dann ist das hier alles möglich, denn die Kryptowährungen, über die wir berichten, auch die sind auch bei Coinex gelistet. Gleichzeitig kannst du natürlich auch Future Trading betreiben. Wenn du hier das möchtest, dann ist das hier auch verfügbar. Denk dran, bei Future Trading kann auch viel passieren. Mit dem Link im angepinnten Kommentar gibt es nochmal 10% Cashback hier auf alle Gebühren, die du bei Coinex zahlst. Coinex hat auch ein Listing, was gerade ansteht. Und zwar haben sie hier ein sehr spannendes Listing, was bald kommt. Und zwar morgen am 19. Juni ist es soweit. Da wird HA Cash gelistet mit der Abkürzung
HAC. Das wird hier gelistet, ist ganz interessant zu beobachten, könnt ihr gerne mal reinschauen. Wenn man sich mal die Homepage anschaut, dann sieht es hier aus, dass sie Crypto Sound Money sind und sagen hier ganz klar, sie sind eine Proof-of-Work-Möglichkeit mit drei verschiedenen Schichten. Hier geht es zum Beispiel mit Proof-of-Work-NFTs und Proof-of-Work-Flatcoin, gibt es hier ganz viele Möglichkeiten, in diesem Bereich zu arbeiten. Mit diesem Sound Monetary mit stabiler Kaufkraft. Sie sagen weniger Volatilität und das nächste Kapitel von Bitcoin seien sie. Also gerne mal reinschauen rund um das Thema HA Cash. Ich weiß gar nicht, wie man das genau zusammen ausspricht. Hey Cash? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall HAC ist hier die Abkürzung des Ganzen und wir sehen hier, das ganze Ding war schon mal über 40 Dollar und das Ganze schon im Mai. Also da ist hier schon einiges passiert und kommen jetzt bald bei CoinEx. Bis jetzt auf kleineren Börsen zu finden und CoinEx wird hier eine der größeren, beziehungsweise im Vergleich zu denen auf jeden Fall eine große Börse. Schaut euch das gerne mal an. Am 19. ist es dann soweit. HAC ist die Abkürzung zu dem Ganzen. Gerne mal reinschauen, wer hier Bock hat, neue Kryptowährungen zu entdecken. Denn CoinEx listet ja immer wieder neue Kryptowährungen. Die Frage auch an euch, seid ihr denn auch Airdrop-Hunter? Also ich weiß, dass viele Leute versuchen immer Airdrops zu hunten. Aber am Ende des Tages, ja, oft ist es so, dass man dann vielleicht auch im Testnet Geld ausgibt, wobei im Testnet, da kann man sich Token meistens kostenlos holen. Wenn man zum Beispiel auf der Mainchain von einem gewissen Projekt dann agieren möchte, dann ist es oft so, dass es vielleicht EVM, also Ethereum Virtual Machine ist, dass man vielleicht ETH ausgeben muss, wo man dann vielleicht mehrere hundert Dollar hin und her tradet und am Ende kriegt man nur einen kleinen Airdrop von 50 bis 100 Dollar. Das haben wir auch schon alles erlebt und da gab es natürlich viel Unzufriedenheit in der Community bei den Leuten, die dann für diesen Airdrop hier gehuntet haben, beziehungsweise gehofft haben, dass jetzt hier das fette Geld kommt für ein paar Transaktionen. Ja, das ist dann oft leider nicht so, deswegen, ob sich dieser Airdrop lohnt, das weiß man am Anfang nie, aber bleiben wir bei diesem Beispiel, es ist immer noch Wahnsinn, ich muss lachen, weil es wirklich krass ist, wirklich 85 Wallets, die hier eine Person genutzt hat, dann alles zusammengeschoben, wir sehen ja hier, was er alles bekommen hat, dann das Ganze rübergeschoben zu Binance mit 2.712.000 dieser ZK-Sync-Token und das Ganze dann verkauft. Das sieht man dann, wenn man auf Binance schaut, im Orderbuch konnte man das schön verfolgen. Da gab es auch einen Tweet zu, den habe ich jetzt nicht mehr gefunden. Aber das war ein kleiner Aufreger gestern Abend, das ist jetzt ungefähr 24 Stunden näher zum Videoaufnahmezeitpunkt. Und das hat für wirklich viel Diskussionsstoff gesorgt. Und wir haben es ja gesehen hier am Kurs, da ist es wirklich dann hier nach unten gegangen. Der Kurs ist ja noch nicht alt. Die sind ja erst wirklich gestern auch erst gelistet worden. Gestern Mittag, ja, sind sie gelistet worden. Und gestern Nachmittag ist das Ganze passiert. Ungefähr hier in diesem Zeitraum der große Drop. Und dann wahrscheinlich, wenn man hier eine Limit Order gesetzt hat, ist es vielleicht hier der Rest verkauft worden. Oder Leute, die das gesehen haben, gesagt haben, weißt du was, wenn das schon so anfängt, dann ist das nichts. Und dann ging der Preis nach unten. Das sehen wir hier. Plus, wie gesagt, zusätzlich Sommerloch. Also ZK-Sync schon mal hier den Start. Eigentlich positiv, haben wir hier gesehen. Der Kurs ging ja nach oben. Man hat gesagt, geil, so viele Börsen. Also das muss ja was werden, wenn man so direkt durchstartet. Aber ich sage auch immer wieder, wenn man ein neues Projekt ist, direkt auf allen Börsen zu starten, ist vielleicht nicht immer die beste Strategie. Wir hatten die Diskussion zum Beispiel über Massa, da kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Es gab viel Diskussion. Ich bin ja seit Ende 2022 dort schon Ambassador und da gab es immer viel Diskussion, auf welchen Börsen startet man. Die meisten wollten einfach, ja, direkt Binance und gib ihm. Ich bin ja eher der Freund davon, dass man sagt, pass auf, startet doch auf kleinen Börsen, in Anführungszeichen kleinen, wie zum Beispiel Gate.io, Maxi, BitGet, CoinEx und so weiter. Und dann geht auf die großen, wie KuCoin, Bybit und dann am Ende vielleicht noch ein Binance, weil jedes Listing könnte und ist oft so, dass es dann immer so einen Preissprung gibt. Oh, hier neues Listing, geil. Oh, nächstes Listing, geil. Oh, jetzt Binance on top, geil. Noch jetzt hier ein fettes Update fürs Netzwerk oder neue Projekte. Läuft. Und so kann man den Kurs hochhalten und immer wieder für Stimmung auch in der Community plus neue Leute durch neue Börsenlistings sorgen. Deswegen, ich glaube, diese Strategie hier erstens krassen Airdrop austeilen, wo dann wirklich kein KYC war, kein Vesting, wo die Leute wirklich direkt loslegen konnten. Man hat es gesehen, 85 Wallets, diese eine Person, die dann alles zusammengezogen hat, verkauft hat. Und ja, man ist direkt auf allen Börsen da. Also wie soll man das jetzt noch hochhalten, wenn der Start eigentlich schon so verkackt wurde? Gleichzeitig auch der Zeitpunkt des Startes. Man weiß nie, ob ein Black Swan Event kommt, aber im Sommer,
Sommerloch. Wir sehen, wo die Kurse gerade hinlaufen. Ich zeige euch nochmal den Bitcoin-Kurs. Da sehen wir ganz klar, wo gerade die Reise hingeht. Ja, es gibt kurze Aufleber. Ja, okay. Aber generell sehen wir die Kurve hier im Regressionskanal ganz klar nach unten. Und das ist der Sommer. Das ist das Sommerloch. Schaut euch an, was es hier zum Teil für Prozente nach unten geht. Also da ist es klar. Was ich zum Beispiel krass finde, Chili's. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe eigentlich gedacht, gerade jetzt zur EM, da könnt ihr nochmal irgendwie auftrumpfen mit einer Partnerschaft oder einer Ankündigung. Nein, hier geht es gerade munter weiter nach unten. Echt schade an dieser Stelle, aber das ist leider der Sommer. Auf der einen Seite kann man den Sommer nutzen, indem man jetzt Kryptowährungen kauft, zum Beispiel bei Coinex oder anderen Kryptobörsen. Schaut gerne in die Videobeschreibung. Auf der anderen Seite ist es immer wichtig, sicher unterwegs zu sein. Das heißt also, nicht auf Kryptobörsen vertrauen, sondern immer Hardware-Wallets benutzen. Sichert eure Kryptowährung zum Beispiel hier auf Tangem, egal ob die schwarze, die weiße oder immer noch die Casper-Wallet. Die gibt es hier zum Beispiel schön, ist ja nicht nur gedruckt, sondern ist ja geriffelt. Das ist sehr cool. Und es gibt die neuen Sommerkarten. Aktuell die ganz normale schwarze, so wie ihr kennt, egal ob 3 oder 2 Stück. Aber wenn ihr sagt, ich möchte eh 3 holen, warum geht ihr nicht hier auf die neuen Sommerkarten? Es gibt immer noch 10% Rabatt mit dem Code KryptoEule oder dem Link im angepinnten Kommentar oder hier auch eine andere Version. Immer diese türkise bzw. blaue. Ich möchte alle haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde die cool. Das ist mal was anderes. Einfach so ein bisschen Design mit reinbringen und immer mal verschiedene Farben. Kurbelt erstens den Verkauf für Tangem an und lockt natürlich andere an, die sagen, schwarz ist langweilig, weiß ist langweilig. Aber zum Beispiel hier mit diesen bunten Farben oder immer noch der Casper-Karte, wo jetzt immer weniger verfügbar sind. Also da könnt ihr immer noch zuschlagen. Links alles in der Videobeschreibung für Tangem. Wenn ihr Tangem einrichten wollt, hier findet ihr ein Video, wie man das in 3 bis 5 Minuten, ist kein Witz, 3 bis 5 Minuten kann man das Ganze einrichten. Und denken wir auch dran, der Tangem-Ring kommt ja, der Tangem-Ring mit Tangem Pay. Ende Juni soll dieser Ring, also in wenigen Tagen, Wochen, soll es verfügbar sein, dass man diesen bestellen kann. Für mich ist es ja immer noch der Prototyp, den ich hier habe. Ja, hier sieht man es vielleicht immer noch, Tangem steht da drin. Da steht es. Und da ist verfügbar, dass man den bald bestellen kann. Und nächstes Jahr soll ja Tangem Pay kommen, wo man dann auch mit diesem Ring ganz einfach mit seinen Kryptowährungen bezahlen kann. Also Tangem könnte hier sehr cool werden. Und wenn man jetzt schon sagt, hey, den Ring möchte ich haben, aber vielleicht noch eine coole Designkarte, dann schlag doch jetzt zu, weil diese sind nur über den Sommer da, weil es ist ja die Sommer-Edition. In diesem Fall kann man das Sommerloch nutzen. Kryptowährungen werden günstiger, zum Beispiel bei Coinex einkaufen oder auch anderen Börsen, wie gesagt, Videobeschreibung schauen. Oder hier Tangem die Sommer-Edition kaufen plus bald den Ring vorbestellen. Ich bin gespannt, was er kostet. Kann man zuschlagen an dieser Stelle. Ja, neben neuen Kryptowährungen, die ich hier vorgestellt habe, wie ZK Pass oder HA Cash, die es hier bald auf Coinex gibt, haben wir uns hier angeschaut ZK Sync. ZK Sync mit diesem Airdrop, ja. Und die Frage ist und bleibt an euch. Also ich bin wirklich zwiegespalten. Also man muss vielleicht für Airdrops muss man Leute anlocken, dass man sagt, hier, wir haben Airdrops, wir haben eine Airdrop-Möglichkeit. Was aber auf der anderen Seite wieder Airdrop-Hunter anlockt, wenn man nämlich den Airdrop zu klein macht, das Problem habe ich auch beschrieben, dann ist das große Problem, dass einfach Leute enttäuscht sind, die sagen, pah, jetzt habe ich hier für $200 Transaktionen, die ich als Test hier so ein bisschen gemacht habe, um das Netzwerk hier zu testen und zu unterstützen, habe ich jetzt $100 wiederbekommen, super 50% in Sand gesetzt. Wenn man dafür $1000 kriegt, sind alle eigentlich happy. Dann gibt es aber dann Leute, die X Wallets hier benutzen, wie zum Beispiel diese 85 Wallets. Ja, und am Ende des Tages, wo gleicht man das Ganze aus? Auf der einen Seite möchte man Anreiz schaffen, auf der anderen Seite ist es auch irgendwie Marketing und auf der anderen Seite kommen halt diese Airdrop-Hunter. Und diese Airdrop-Hunter sind ja sehr bekannt, muss man ja ganz ehrlich sagen. Gibt es immer wieder, wir haben es gesehen, bei Solana gibt es viele Airdrop-Hunter, bei Base ist es jetzt auch gerade sehr aktuell oder auch bei neuen Chains wie zum Beispiel ZK Sync. Einer der heiß erwartesten Airdrops ist ja immer noch der Layer Zero Airdrop. Da bin ich auch sehr gespannt und beim Thema Airdrop muss man wirklich sagen, das kann hier wirklich ein guter Airdrop sein, aber auch Airdrop-Hunter, die hier vielleicht den Kurs relativ schnell nach unten drücken werden, weil sie sagen, ja, ich habe meinen Airdrop und den habe ich gehuntet und werde diesen jetzt hier verkaufen. Also Airdrop-Jäger sind ein Fluch und ein Segen zugleich. Sie pushen die Transaktionen nach oben, aber sie droppen den Preis und das sorgt immer wieder für Ärger in der Community. Boah. Es ist ein fieses Thema, deswegen bin ich so gespannt, was ihr davon haltet. Denkt dran, wir haben auch eine kostenlose Telegram-Gruppe, ist der erste Link in der Videobeschreibung. Kommt da gerne rein, da sprechen wir über alles. Hauen auch mal einfach Kryptowährungen rein. Also
Viele Leute fragen uns da ganz öffentlich, was haltet ihr davon und so weiter. Und wenn wir eine Antwort haben, geben wir die natürlich gerne. Gleichzeitig, wenn wir ein paar coole Sachen haben oder ein paar coole News, schreiben wir es natürlich auch. Also lasst uns gerne austauschen. Denkt an die Kommentare, wenn ihr sagt zum Beispiel, Airdrop Hunting ist cool, mache ich selber, habe ich schon fette Gewinne mitgemacht, schreibt es doch einfach. Erzählt uns davon. Ihr habt ja wahrscheinlich ein Pseudonym, deswegen weiß doch eh keiner, wer ihr seid unter dem Video. Oder wenn ihr sagt, nee, Airdrop Hunter, die machen wirklich das Projekt kaputt, schreibt es auch gerne, würde mich interessieren, weil viele Meinungen gerade, es geht aktuell so ein bisschen in die Richtung, dass die Community einfach verärgert ist, dass die Community immer sagt, nee, wir wollen die nicht, aber es gibt auch viele Leute, die einfach sagen, pass auf, ich habe schon gute Gewinne, warum soll ich nicht einfach weitermachen? Ich kann beide Seiten verstehen, aber solche, wie hier gezeigt bei Look on Chain, den Link findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung, die dann einfach Tausende von Dollar mitnehmen, den Preis droppen und wahrscheinlich nie wiederkommen, die schaden eher dem Projekt. Aber was will man machen? Das Ganze auszugrenzen ist nicht einfach. In diesem Sinne, denkt an die Kommentare, interessiert mich wirklich sehr. Denkt an unsere Telegram-Gruppe und ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.